Alessandro Volta wird am 18. Februar 1745 in der italienischen Stadt Como als Sohn einer Adelsfamilie geboren. In dieser Zeit ist das Phänomen der Elektrizität schon bekannt, aber man weiß noch sehr wenig über ihren Ursprung. In den ersten Jahren seines Wirkens in Como entwickelt er den Elektrophor, ein Gerät zur Erzeugung von Reibungselektrizität. Ein Elektrophor besteht aus zwei Teilen. Einem Metallstempel mit isoliertem Griff und einem Harzkuchen. Wenn der Kuchen mit einem Katzenfell gerieben wird, entsteht Reibungselektrizität. Diese überträgt sich auf den Metallstempel, der sich blitzartig entlädt. Diese Ladungsdifferenz bezeichnet man als elektrische Spannung. Und je weiter Kuchen und Metallstempel getrennt werden, umso höher ist diese Spannung. Aber Alessandro Volta ist nicht der Einzige, der sich mit Elektrizität beschäftigt. 1789 stellt der Anatomieprofessor Luigi Galvani aus Bologna Versuche mit Froschschenkeln an. Dabei macht er eine überraschende Beobachtung. Berührt er die Nervenfasern der amputierten Gliedmaßen mit zwei verschiedenen Metallen, zucken die Muskeln plötzlich zusammen. Als Alessandro Volta von den wissenschaftlichen Ergebnissen Galvanis hört, ist er fasziniert. Sofort beginnt er damit, die Versuche zu wiederholen, glaubt aber nicht an Galvanis Theorie. Bei seinen eigenen Experimenten entdeckt Volta, dass der Grund für das Entstehen des elektrischen Stromes nicht in den Muskeln und Nerven des präparierten Frosches liegt, sondern in den zwei unterschiedlichen Metallen zu suchen ist, die über die leitfähige Flüssigkeit des tierischen Gewebes miteinander verbunden sind. Alessandro Volta zeigt, dass allein zwei verschiedene Metalle in einer leitfähigen Flüssigkeit wie Salzwasser genügen, um einen elektrischen Effekt zu erzielen. Dies wird Volta-Effekt genannt. Volta beginnt mit der Erforschung von verschiedenen Metallen und ihren Eigenschaften. Als Messinstrument benutzt er seine Zunge. Bringt man sie mit zwei unterschiedlichen Metallen in Berührung, entsteht zwischen den Metallen elektrische Spannung. Die Elektrizität macht sich als prickelnder, saurer Geschmack bemerkbar. Akribisch prüft Volta alle möglichen Kombinationen von Metallen. In einer Tabelle ordnet er die Metalle in einer Spannungsreihe entsprechend der Heftigkeit ihrer elektrischen Reaktion. In seinen Versuchen erkennt er, dass sich der elektrische Effekt erheblich steigern lässt, indem er zwischen den unterschiedlichen Metallen eine Säure einbringt. Er konstruiert ein Gefäß, das ihn berühmt machen wird. Die Volta-Säule. Volta schichtet Kupfermünzen und Zinkplättchen abwechselnd aufeinander und trennt diese durch eine in Salzwasser getränkte Lederscheibe. Als er die Enden der Voltaschen Säule mit einem Draht und seiner Hand zu einem Kreislauf verbindet, fließt elektrischer Strom. Damit hat Volta die erste Batterie erfunden. Immerhin, die Volta-Säule lässt elektrischen Strom zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum fließen. Dies ist der entscheidende Schritt zur weiteren Erforschung der Elektrizität. Voltas Leistung wird dadurch geehrt, dass eine physikalische Größe nach ihm benannt wird. Der Elektrische Weltkongress wählt für die bis heute gültige Einheit der elektrischen Spannung die Bezeichnung Volt. Alessandro Graf Volta wird im 19. Jahrhundert als der Begründer eines neuen Zeitalters gesehen, des Zeitalters der Elektrizität. Heute gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Batterien, aber eines hat sich seit Voltas Zeiten nicht geändert. Irgendwann erschöpfen sich die Batterien und es fließt kein Strom mehr.